Das dann Jasmin hat unter anderem Politikwissenschaften und Sozialwissenschaften an den Universitäten in Heidelberg und Stuttgart studiert. Seit 2017 ist sie Konfliktforscherin am Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung mit Fokus auf Kurdenkonflikte in Syrien und Irak und seit 2020 Research Fellow am GIGA-Institut für Nahoststudien und Doktorandin, wenn das GIGA nicht kennt, German Institute for Global and Area Studies. Herzlich willkommen und vielen Dank. Es wird jetzt einen Kurzvortrag geben von ca. 20 Minuten und danach treffen wir uns hier gemeinsam mit Leyla zu einem Künstlergespräch. Vielleicht noch mal kurz die aktuelle Forschung von Dastan, kurdische Studien, die man schon heraushören konnte, Demokratisierung, Dezentralisierung, politische Soziologie und auch die Sicherheitspolitik in und um Kurdistan. Willkommen, Dastan. Ja, schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich hätte mir ein einfacheres Thema aussuchen können, um das zu studieren und damit meine ganze Zeit zu verbringen. Wie man unschwer an dieser Karte hier sehen kann, erstreckt sich nämlich dieses Gebiet, das, was man Kurdistan nennt und auch die kurdische Bevölkerung, über mindestens vier sehr ereignisreiche Länder, sagen wir es mal so. Und zwar den Irak, Syrien und die Türkei. Und tatsächlich reicht das sogar noch weiter in den Norden. Es gibt KurdInnen in vielen anderen Ländern, auch im Kaukasus beispielsweise, in Russland und vieles, vieles mehr. Was ist der Anfangspunkt dieser ganzen Geschichte? Kann man darüber streiten, wann hat die kurdische Frage als solche wirklich angefangen? Aber die meisten KurdInnen würden sich einigen, dass der große Moment des Ausbruches dieser kurdischen Frage, dieses kurdischen Kampfes im Jahre 1923 war. Denn da wurde ein Vertrag fertiggestellt, den wir als Vertrag von Lausanne kennen und der die Aufteilung der Länder des Mittleren Ostens nach dem Ersten Weltkrieg geregelt hat. Dieser Vertrag hat nämlich auch dazu geführt, dass eben das, was man sich als Kurdistan vorgestellt hat und wo auch KurdInnen leben, nicht als Nationalstaat anerkannt wurde und nicht in diese Kategorie des Nationalstaates reingefallen ist. Davor, vor 1923 bzw. vor dem Ersten Weltkrieg, die Linie, die wir hier rechts sehen zwischen dem Iran und den anderen Ländern, ist quasi die einzige Grenze gewesen zwischen dem persischen, das Safavidische Reich und das Osmanische Reich damals. Und der große Traum ist schon während dem Osmanischen Reich, während dem Perserreich gewesen, von vielen kurdischen AktivistInnen und DenkerInnen und auch DichterInnen, dass man ein gemeinsames kurdisches Land hat. Also diese kurdische Identität geht schon weit, weit länger voraus als diese Nationalstaatsidee. Aber das Ganze hat ein krachendes Ende vor allem 1923 gefunden. Nächstes Jahr werden das tatsächlich 100 Jahre. Es gibt auch Stimmen, die sagen, nach 100 Jahren ist dieser Vertrag abgelaufen. Es gibt einen Herrn Erdogan, der auch ganz viele interessante Ankündigungen gemacht hat, dass er nächstes Jahr einige griechische Inseln wieder übernehmen möchte, die ihm mit diesem Vertrag abhanden gekommen sind. Also nächstes Jahr auf jeden Fall Auge auf diesen Vertrag. 1946 hat dann aber etwas Anlauf genommen, nämlich der kurdische Versuch über Politik, über Republikanismus, über eine Art von Organisierung, die ein kurdisches Gemeinwesen gründen sollte, dass das angefangen hat. Vor allem ist das passiert in der Stadt Mahabad, die man hier im Osten sieht, unter dem See Urmia, denn in dieser Stadt ist damals ein Mann namens Qazi Muhammad zur Macht gekommen. Dieser Mann und einige mit ihm koalierte Generäle haben sich zusammengetan und haben in dieser Region damals die Republik Kurdistan ausgerufen. Das Ganze hat nur wenige Monate gehalten.
enthalten und wurde ziemlich schnell und ziemlich gewaltvoll unterschlagen von dem iranischen Regime. Das Ganze endete mit seiner Exekution und der Exekution aller, die mit ihm gearbeitet haben. Aber wenn wir jetzt so in die Nachrichten schauen, dann sehen wir, dass tatsächlich sich nicht viel geändert hat, dass seit damals dieses kurdische Begehren für Autonomie bis heute sehr, sehr wichtig ist. Und von daher können wir sagen, dass eigentlich in allen Ländern kurdisch sein etwas gewesen ist, was verleugnet wurde, was immer schon in den Hintergrund gedrängt wurde, aber gleichzeitig in seiner Existenz so anerkannt wurde, dass es als etwas Minderwertiges gesehen wurde. Und das ist etwas Spezielles an dem Verhältnis zur kurdischen Identität, gerade durch den arabischen, den türkischen und den iranischen Nationalismus. Es ist ein Spagat, den diese Nationalismen, diese Faschismen gehen, zwischen einer kompletten Nicht-Anerkennung dieser Bevölkerung, regelrechten pseudowissenschaftlichen Versuchen auch zu beweisen, dass es beispielsweise diese Sprache oder diese Ethnie gar nicht gibt, und eben gleichzeitig aber auch einer ganz, ganz, ganz radikalen Konstruktion eines minderwertigen kurdischen Wesens. Und das passiert für viele, viele verschiedene Gruppen genauso. Und es gab immer wieder Widerstand in den letzten 100 Jahren. Die KurdInnen im Irak beispielsweise haben ganz krassen Widerstand geleistet, vor allem damals gegen Saddam Hussein, der 1968 an die Macht gekommen ist und dann auch Präsident geworden ist, der viele, viele Kriege gegen die kurdische Bevölkerung geführt hat und auch den größten Giftgaseinsatz 1988 gegen die kurdische Bevölkerung in der Stadt Halabja gemacht hat. Wer sich für das Thema interessiert, kann sich auch mal anschauen, wie beispielsweise deutsche Firmen auch damals Giftgas an Saddam Hussein exportiert haben, mit dem dieser Genozid möglich gewesen ist. In der Islamischen Republik Iran, die nach der Revolution 1979 gegründet wurde, hat sich der kurdische Widerstand ebenfalls weiterhin aufrecht gehalten. Die KurdInnen haben Widerstand geleistet, sowohl gegen den Schah, der auch immer autoritärer gewesen ist, der immer größere Foltergefängnisse für politische GegnerInnen aufgebaut hat, und dann unter dem islamischen Regime ist es nicht besser geworden, im Gegenteil. Der erste große militärische Vorgang während dem Irak-Iran-Krieg war dann auch gegen die kurdischen Gebiete, und da wurde ein ganz vehementer Krieg geführt. Aber für die kurdische Bevölkerung war klar, egal ob unter einer Monarchie, die sich säkular nennt, oder unter einem islamistischen Regime, sehr schnell haben sich die Leute organisiert und Widerstand geleistet. Aber auch viele wurden getötet, und bis heute ist dieser Kampf fortlaufend, wie wir sehen. In der Türkei wurde kurdisch sein komplett nicht anerkannt. Das ist tatsächlich so das Land, wo kurdisch sein über Jahrzehnte hinweg sowohl sozial als auch pseudowissenschaftlich, wie ich schon gesagt habe, komplett verleugnet wurde. Kurdisch zu sprechen, kurdische Musik zu hören oder ein kurdisches Buch zu lesen, konnte einen ins Gefängnis bringen. Dazu war die Sage ohnehin schon eingeheizt, denn die Türkei ist 1953 auch schon NATO-Mitglied geworden. Und das bedeutete, dass das Land, wo auch die meisten KurdInnen leben, wie man an der Karte unschwer erkennen kann, auch eines der größten Militärmächte der Welt ist. Das heißt, es ist ein ganz gewaltiger Feind, den die kurdische Bevölkerung da vor sich hatte. Ein Feind, der auch dreimal geputscht hat. Das heißt, drei große Militärputsche in den Jahren 1960, 71 und 80, die sehr, sehr viele Oppositionelle betrafen, viele Minderheiten betrafen und auch ganz viele KurdInnen betrafen. Und in Syrien, naja, die letzten 20 Jahre davor hätte vielleicht die meisten Leute nicht gewusst, dass es Kurden überhaupt in Syrien gibt. Es sind auch gar nicht so viele gewesen, ungefähr 2,5 Millionen, was die aber immer noch zur größten Minderheit dieses gar nicht mal so bevölkerungsreichen Landes gemacht hat. Und vor allem nach den Aufständen des syrischen Teiles des arabischen Frühlings gab es dann halt eben eine ganz signifikante Mobilisierung der KurdInnen dort vor Ort und nicht zuletzt eben auch den Kampf gegen den IS, der auch es bis hier in die Medien geschafft hat, und gerade die Rolle der kurdischen Frauen, die diesen Widerstand ganz, ganz massiv geleistet haben. Ein Widerstand, der übrigens grenzübergreifend gewesen ist, denn es ist nicht zuletzt die jesidische Bevölkerung gewesen, die
die 2014 zuhauf vom IS, muss man sagen, abgeschlachtet wurde und die aber letztlich einen Überlebenskorridor nur in Richtung Syrien haben konnten. Korridore, die KurdInnen seit Jahrzehnten aufrechterhalten, weil diese Grenzen eben etwas Künstliches sind, etwas sind, was den traditionellen Handel, die sozialen Vernetzungen, aber auch die familiären Familienverhältnisse, Verwandtschaftsverhältnisse immer schon gestört und künstlich abgetrennt hat. Das heißt, auch hier große Aufstände, die wirklich auch weltpolitisches Ausmaß hatten mit solchen Sachen wie dem IS. In der Moderne hat sich aber immer mehr herauskristallisiert, dass es nicht nur um eine nationale Frage geht, dass es nicht nur darum geht, dass man einfach irgendeine Einheit haben möchte, die dann Kurdistan heißt und die dann alle Probleme magisch lösen möchte. Immer mehr hat sich der kurdische Kampf zu einem entwickelt, in dem es um Demokratisierung, um Dezentralisierung, um Feminismus, aber auch um ökologische Prinzipien geht. Es ist nicht zuletzt die Opposition gegen Saddam Hussein im Exil gewesen, die maßgeblich von kurdischen Akteuren geprägt war. Und kurdische Akteure haben auch eben das Nachkriegs-Irak ganz massiv beeinflusst. Es ist nicht zuletzt so gewesen, dass eben in Syrien der Kampf gegen den IS auch ein ideeller Kampf war. Es war nicht nur ein Kampf, in dem es um Territorium ging, sondern in dem eine Völkergemeinschaft, eine Gruppe sich entschieden hat, dass sie Islamismus eben nicht als eine Form von Regierung oder Governance in diesem Sinne für ihre Region haben wollen. Auch in der Türkei sehen wir, dass die kurdische Bewegung ganz zentral im Kampf für Demokratisierung war, denn es ist nicht zuletzt die pro-kurdische HDP, die es als erste Partei links der Mitte über die große 10%-Hürde des türkischen Parlaments geschafft hat und die jetzt ganz massiv kriminalisiert wird, aber die immer noch der Kingmaker ist, wie man sagt, für die Wahlen nächstes Jahr. Und gerade jetzt, wenn wir in den Iran blicken, sehen wir, dass auch im Iran die kurdische Bevölkerung diejenige ist, die wirklich den Kampf um Demokratisierung an vorderster Stelle gestellt hat. Das heißt, wir sehen eine analytische Entwicklung von einer nationalen Frage zu einer Demokratisierungsfrage, die auch intern ausgekämpft wird. Denn es gab auch KurdInnen beim Islamischen Staat. Es gibt auch islamistische KurdInnen. Es gibt KurdInnen, die rassistisch sind. Und es gibt welche, die konservativ sind, so wie in allen Gesellschaften. Es gab KurdInnen, die ganz maßgeblich an nicht nur den Genozid von 2014, sondern den vielen, vielen Genoziden davor an der jesidischen Bevölkerung teilgenommen haben. Und all das wird offen im kurdischen Spektrum ausgekämpft. Und das sehen wir jetzt gerade sehr, sehr deutlich, denn die große Maxime und die große Diskussion, die wir jetzt auch gerade im Kontext der Proteste des Iran haben, ist, inwieweit kann man islamistische Legitimationen von Politik, von Regierungen tolerieren? Inwieweit darf man im Namen der Religionsfreiheit die Freiheit von anderen Menschen einschränken? Wo hört Religionsfreiheit auf und wo fängt die Freiheit des Kollektivs an? Und all das sind die spannenden und die wirklich auch universalistischen Diskussionen, die in der kurdischen Frage an vielen Stellen versteckt sind und die oft auf positive oder auch auf negative Weise ausdiskutiert werden. Wir sehen, es gibt bis heute große Herausforderungen in diesem Gebiet. Aber meine Forschung beispielsweise, in der ich vor allem mit Umfragedaten von KurdInnen arbeite, wie beispielsweise in einem Paper, wo ich mir die Umfragedaten von TürkInnen, AraberInnen, PerserInnen und eben KurdInnen in Irak, Iran und der Türkei angeguckt habe und wo ich festgestellt habe, dass tatsächlich Kurdischsein einen ganz signifikanten positiven Einfluss darauf hat, pro-Demokratie eingestellt zu sein im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. Das bringt uns dazu, die Frage zu stellen, was macht das mit einer Bevölkerung, sich immer legitimieren zu müssen, immer diskutieren zu müssen, immer kämpfen zu müssen, immer wieder für ihr Dasein irgendwie kämpfen zu müssen. Es bringt eine Art von politischer Kultur mit sich und das ist auch tatsächlich das Thema meiner Arbeit, was mich sehr, sehr beschäftigt. Ich würde aber sagen, man kann hoffnungsvoll in die aktuelle Situation gucken, denn wir sehen gerade an den Protesten im Iran, dass es um Minderheitenpolitik geht, dass es um Frauenpolitik geht, dass es um Genderbefreiung geht, dass es um sexuelle Befreiung geht, dass es um Ökologie geht, dass es um so viel mehr geht als bloße Symbolpolitik. Und gerade jetzt
wir weltweit in einer Krise stecken, in einer schweren ökonomischen, aber auch sicherheitspolitischen Krise, glaube ich, dass wir nach Kurdistan schauen können und uns vielen Diskussionen anschließen können. Dankeschön. Man kommt rein und man sieht eine Landschaft an Propellern, die im Halbkreis sich nach hinten zuwenden und man wird weggefegt, ja, weil natürlich die Propeller sehr stark sind und das Havid, darum geht es. Man kommt dann in einen Circle, wenn man sich traut, man hört schon Sound, man sieht Bilder. Es ist eine dunkle Höhle, würde ich jetzt sagen, und man sieht auf einer 10 Meter gebogenen Leinwand wehendes schwarzes Haar. Das ist die Installation, um sie kurz zusammenzufassen. Das Haar ist enorm, weil, wie gesagt, 3 Meter mal 10 Meter Fläche gebogen. Man ist eingefangen von diesen zwei Halbkreisen und der Sound ist sehr, sehr intensiv. Die Ausstellung setzt sich, oder Ausgangspunkt war Anita Reh, eine Hamburger Künstlerin, die sich die stark kämpfen musste um Anerkennung. Ja, sie hat Malunterricht genommen, gar nicht mal studiert, ist, kam aber aus einer wohlhabenden Familie, konnte nach Paris gehen und dort Einflüsse bekommen von Picasso, Matisse etc. Und kam dann zurück nach Hamburg, hat die Hamburger Sezession mitgegründet 1919 und hat auch erfolgreich in Ausstellungen mitgemacht und ist dann aber 1933 ist nach Sylt gegangen und hat sich das Leben genommen. Mit jüdischen Wurzeln, das als Hintergrund und natürlich dann durch das Aufstarten des Nationalsozialismus. Das ist der Background. Damit hat Leila angefangen, sich mit der Arbeit oder mit Anita Reh auseinanderzusetzen und die Arbeit zu konzipieren. Allerdings gibt es noch eine zweite Ebene. Und zwar die Sound-Ebene, die noch einen komplett anderen kulturellen zweiten Kontext aufmacht und eben auch den kurdischen sehr stark. Vielleicht vorab, die Arbeit ist sehr universell. Ja, das bedeutet, man kann viel in dieser Arbeit auch sehen und sie beantwortet auch nicht direkt. Ja, das bedeutet, das, was ich jetzt erzähle, sind Hintergrundinformationen, aber letztendlich ist da das Mitdenken auch gefragt. Ja, also was sieht man persönlich, wie wird man angesprochen, was fühlt man, was empfindet man? Ja, es ist eine Gesamtinstallation. Sie haben vielleicht auch danach nochmal die Gelegenheit, die Ausstellung zu sehen. Vielleicht so viel dazu. Leila, du hast dich entschieden, eben tatsächlich universell zu bleiben. Wie war das für dich, diese Sound-Ebene mit dieser Bild-Ebene zu verbinden? Ja, tatsächlich, oder erstmal das dann, danke für diesen Vortrag. Als du gerade über das Kurdischsein gesprochen hast, ich komme gleich zu der Frage, ich werde einen Bogen finden und schließen, da hatte ich direkt dieses Bild im Kopf, weil ich auch aus einer sehr politischen Familie komme und ich von klein auf zu Demos gegangen bin und als kleines Kind gar nicht wusste, worum es geht. Aber meine Großmutter, die Analphabetin ist, wusste das glaube ich auch nicht, aber ich war immer so auf ihren Schultern und sie hatte diese selbstgenähten Kleider, ich komme aus einer Bauernfamilie, wie viele Kurdinnen, und jetzt, wenn ich so daran denke, denke ich mir so wie abgefahren, dass das einfach Teil unserer Kultur war. Dieses jedes Wochenende auf eine Demo gehen, das war so normal, immer Festivals, also es gibt immer dann größere Festivals, die werden in ganz Deutschland gefeiert und dann holt man sich seine Tickets und es kommt so, die SozialistInnen besuchen einen regelmäßig und man spendet Geld, also diese ganze Politisierung, die war für uns so selbstverständlich. Und genau, also auch dieses Besuchen von Demos und wie politisch man quasi schon so sozialisiert wird als Kurdinnen ist schon erstaunlich. Und da hast du auch recht, eigentlich ist es so, als würde man so sein ganzes Leben lang das Widerständigsein üben. So, also so, das ist so wie andere lesen und schreiben, übt man dann dazu auch noch so widerständig sein. Und auch irgendwie diese ganzen Slogans, und da komme ich gleich zum Sound, die immer so auf den Demos sind, also wie zum Beispiel Jinjian Azadi, das kenne ich schon seit so lange und dass das jetzt so durch die Medien halt, denke ich mir so unglaublich, dieser Spruch, das ist so selbstverständlich, wenn man eine Kurdin ist oder auch andere hier hoch, die internationale Solidarität und hier Bestarung Jiamabe und diese ganzen Sprüche, sich so bei mir eingraviert und
die Art und Weise, wie ich mit Sound arbeite, ist halt eigentlich, dass ich alles, was mir im Alltag begegnet, als Material begreife. Das ist egal, ob das jetzt irgendwie so ein Protestslogan ist, ob das jetzt irgendein Rauschen auf der Straße ist. Ich laufe gerne mit meinem Field Recorder durch die Gegend, nehme irgendwas auf. Oder ob es Klänge sind, die ich dann mit einem Synthesizer aufnehme. Alles ist Material und das ist dann auch das Schöne als Künstlerin, dass ich die Freiheit habe, dann quasi einfach alles zu samplen, zu benutzen und gleichwertig zu behandeln. Und ich glaube, was jetzt zum Beispiel so das widerständig Sprechen angeht oder auch so ein Slogan, ist erstmal die Art und Weise, wie das gesprochen wird. Also so auch mit was für einem Duktus, mit was für einem Ton. Und da als Künstlerin dagegen, dann fängt meine Fantasie an und ich sehe irgendwie, wie der Chor anfängt, quasi den Beat anzugeben. Jin, Jilan, bum, und dann kommt der Beat und das ganze Szenario geht los und endet in ein Crescendo. Oder ich habe so eine Stimme wie von Lamia, die man im Stück hat, Lamia Ajibashar, die den IS überlebt hat, von der hatte ich kurz schon mal erzählt. Ihr gelang die Flucht, nachdem sie entführt und vergewaltigt wurde. Und sie ist dann auf eine Landmine getreten. Zwei Mädchen sind mit ihr geflohen, die sind gestorben. Lamia hatte Verletzungen am Gesicht, aber hat Gott sei Dank überlebt. Und dann hat sie 2017 den Sacharow-Preis für Menschenrechte gewonnen. Und Lamia redet in dem Interview über das, was ihr widerfahren ist. Und man hört dann, das sagt sie auf Kurdisch, und man hört dann auf Englisch, Victims are also powerful actors. Und dann geht halt eben die Musik los, die ich dazu komponiere. Das heißt, was ich dann als Künstlerin mache, ist eigentlich so eine Überhöhung von so einem Satz. Und was mich dann eigentlich interessiert, ist eher die Art und Weise, wie das gesagt wird. Also auch dieser Sprech dieser Journalisten, weil wir das hat sich so in unser Hirn einkodiert. Ja, jetzt fange ich an mit dem nächsten Vortrag. Aber speziell in dem Stück kam halt sozusagen die Musik zuerst und dann habe ich quasi das Bild zu dem Sound gesucht. Also wenn ich jetzt mal ganz selbstkritisch eine Schwäche der Arbeit äußern dürfte, ist, dass ich glaube so, dass quasi das Bild den Sound stützt. Was aber ja auch keine Schwäche ist. Also so, sondern ich denke mir manchmal, man könnte den Sound auch ausblenden. Man kann auch in der Mitte sitzen und die Augen schließen. Und die Haare sind dann erstmal, wie du schon gesagt hast, an die Landschaft, weil im Endeffekt geht es in meinen Arbeiten viel darum, nämlich um die Landschaft und auch Landschaften als Sehnsuchtsorte, weil so empfinde ich auch Kurdistan, weil wir wissen so, was ist denn Kurdistan? Und auch irgendwie diese romantische Vorstellung von einem Nationalstaat. Ich meine, als Jesiden in Kurdistan, schau, würde ich nicht leben wollen. Also so, da haben wir es nicht einfach. Und ich glaube so, wir hätten es auch mit der muslimischen Mehrheit nicht einfach. Also es war schon damals so, dass die MuslimInnen nicht von unseren Tellern gegessen haben. Da bringt es mir auch nicht, dass wir beide auch Kurdistan waren. Also so, das ist unglaublich komplex, sondern ich weiß, dass ich da nur mit denen zusammenhalten kann, die ähnlich wie meine Familie sozialistisch ist. Und dann ist es mir egal, ob es KurdInnen, TürkInnen oder sonst wer ist, sondern da merke ich so, es ist eher eine politische Idee, die uns verbindet. Deswegen, ist Kurdistan für mich in erster Linie ein sehr abstrakter Begriff, der eine gewisse Sehnsucht beschreibt. Und die Landschaft eignet sich sehr gut dafür, weil man gut in Landschaften projizieren kann. Sie sind weit, sie sind flächig und die Haare auf 10 Metern bieten auch das. Deswegen hat man auch dieses immersive Eintauchen, weil das ist dann irgendwann so abstrakt und man verliert sich dann auch, fängt dann an, seine eigenen Gedanken spielen zu lassen und kann dann selber vielleicht anfangen, Sehnsüchte zu spinnen. Und das ist vielleicht eher so das, was ich hoffe, was diese Arbeit macht. Und das ist nämlich genau dieser universelle Charakter, den du ja schaffst. Die Stimme ist ja auch auf Kurdisch. Das bedeutet, wir verstehen sie letztendlich nicht. Ne? Wieso hast du sie nicht übersetzt? Weil letztendlich ist sie verschlüsselt und für uns alle nicht verständlich. Dennoch kann man über die Stimme ja auch eine gewisse Emotionalität erfahren. Ja, das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich gedacht habe, das ist, für wen ist die Arbeit gemacht? Die mache ich für andere KurdInnen. Das mache ich für die Jesidinnen und das mache ich für die. Das mache ich für die Betroffenen. Das ist so, wie wenn Eric Clapton einen Liebeskummer-Song schreibt, dann schreibt er das in erster Linie für sich oder an Layla. So. Aber diese Beziehung ist dann so stark und daran lässt uns dann alle teilhaben und wir können uns dann ein bisschen so daran, wir dürfen dann mithören. Aber der Song wäre nicht stark, wenn er die jetzt für die ganze Menschheit schreibt. So. Er schreibt für die eine Person, zu der er diese starken Gefühle hat.
Und der Grund, warum ich Lamia nicht übersetzt habe, war, weil ich dachte, wenn Lamia in die Ausstellung geht oder andere jesidische Frauen, die werden das ganz genau verstehen. So, und das reicht mir. So, und genau, das ist die Antwort. Da werde ich ganz emotional. Toll. Wir haben über das Haar vorhin gesprochen, das dann. Das war ein schöner Kommentar, den du vorhin gemacht hast. Weil letztendlich habe ich immer im Haar Anita Reh gesehen, vollkommen klar. Weil wir waren nämlich, Lena und ich, in der Auseinandersetzung auch darüber, eben der Wind, also die Propeller, das hat ja auch viel mit Sylt zu tun. Auch das wehende Haar, wer schon auf Sylt gewesen ist, kennt das. Ja, das ist unglaublich stark manchmal. Also ohne Kopfbedeckung ist es manchmal schwer. Und aber auch die Windparks, die dort jetzt gerade entstehen. Ne? Auch das sozusagen, die Propeller vorne, die machen einen Bezug. Ich finde es immer schön, als du immer beschrieben hast, dass dein Papa immer gesagt hat, der Schutz für die Kurden sind die Berge. Fand ich interessant, weil es sich jetzt auch nochmal ändert, da wir zu den Söhnen kommen. Aber vielleicht erstmal bei dem Haar. Du hast auch in dem Haar aber auch einen sehr direkten Bezug gesehen. Also ich glaube, Kurdistan, Haare, da kann man irgendwie, glaube ich, viele Analogien dazu finden. Eine offensichtliche Analogie ist ja beispielsweise, dass die kurdischen Kämpferinnen alle diesen ganz, ganz langen Flechtzopf haben. Da gibt es auch so einen kleinen Funfact dazu. In den 90er Jahren gab es so einen Trend, als sich diese Fraueneinheiten gegründet haben, dass die Frauen absichtlich ihre Haare geschnitten haben. Und gesagt haben, wir wollen das nicht mehr, wir wollen dieses Feminine nicht mehr. Und dann ist eine wirkliche Haardiskussion losgetreten, in der dann halt eben diskutiert wurde, nein, also eine Frau zu sein, die eine Waffe in der Hand hat, bedeutet nicht, dass du einen Mann imitieren musst oder was du denkst, wie ein Mann sein sollte. Also auch eine sehr gegenderte Debatte, aber es hat auch dunkle Seiten. Also wir wissen ja beispielsweise gerade beim Genozid des IS, den IS-Kämpfern, dass die halt eben oft ihren Opfern und halt eben darunter waren halt auch Zivilistinnen, jesidische Zivilistinnen, aber auch alle anderen Zivilistinnen, auch in Syrien beispielsweise und eben auch die Kämpferinnen, die gegen die gekämpft haben, dass sie quasi wie als Trophäe ihre Haare abgeschnitten haben und dass es aber auch ein Zeichen von Trauer ist, das gab es auch, dass zum Beispiel jesidische Frauen in ihrer Trauer ihre Haare abgeschnitten haben, also es hat ganz, ganz viel Symbolik in sich und jetzt sieht man das ja auch im Iran, in Rojalat, in Ostkurdistan, dass Frauen als Protest diese Haare abschneiden. Also es ist so eine Wut und ich habe mich darin auch irgendwie so total gesehen gefühlt, weil ich meine, der kurdische Kampf war immer auch für mich persönlich ein weiblicher Kampf und so sehr unser politischer Aktivismus einer war, in dem wir uns gefunden haben, haben wir uns auch nicht darin gefunden, weil auch da männliche Bilder vorherrschen. Und ich dachte mir dann immer so, ich muss irgendwie als Rebellion irgendwas machen. Und wenn man gezwungen ist, so ein Kopftuch anzuziehen und die ganze Zeit gezwungen ist, so etwas, was so total natürlich ist, die ganze Zeit zu verstecken und damit auch irgendwie die Augen und die staatliche Kontrolle die ganze Zeit auf seinem Körper zu haben, dann ist das so wie dieses Selbstdestruktive. Und dieses Selbstdestruktive ist auch so ein Moment, was man immer wieder sehen kann. Gerade auch was rassistische Bilder von Kurden angeht, da spielen Haare auch eine Rolle. Dass dann zum Beispiel immer gesagt wird, die Kurden sind wie Tiere. Das wird vor allem von Türken oft gesagt, dass Kurden animalisch sind, dass sie viele Haare auf dem Kopf haben und buschige Augenbrauen haben. Und also eine total krasse Phänotypisierung, die da passiert. Und auch da spielt das eine Rolle. Und deswegen, also ich habe mich sowohl physisch in dem Werk verloren, hatte die Möglichkeit auch davor, es anzugucken. Aber auch, ja, ich habe so sehr daran gedacht, in wie viele Momente es eigentlich gibt, die man da so damit verbindet. Du hast es vorhin schon in der Führung kurz erzählt, wie du auf das Haar gekommen bist. Vielleicht das auch nochmal für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Weil nämlich hier vorne ist nochmal ein Set, der zur Ausstellung gehört, rechts von uns. Das Möbelstück und die Kalender und die ganze Installation. Und das Video ist jetzt aus, weil es zu ablenken würde. Aber man sieht so quasi so ein Making-of von der Arbeit, die da drin passiert oder die wir zeigen. Und das sind zwei Frauen. Es geht um letztendlich die Freundschaft. Es ist eine sehr poetische Arbeit geworden, weil Leila mit einer Darstellerin auf Sylt war und eigentlich eine ganz andere Arbeit erst geplant hat.
Ja, meine Idee war, die letzten Tage der Anita Reh zu reinszenieren. Dann bin ich mit Janossa Mieke los, eine wirklich grandiose Schauspielerin, und hatte ein Airbnb gebucht und die Orte, an denen Anita Reh war, also das Haus auf Kampen, wo sie gemalt hatte, also ein Zimmer gemietet hatte und so weiter, rausgesucht und habe dann so eine fette Kinokamera mitgenommen. Dann sind wir los und Janossa wurde dann krank und musste dann im Westerland ins Krankenhaus. Dachte ich, okay, ich filme erstmal alleine. Und das sah alles nicht gut aus, weil Sylt so langweilig ist. Und ich wollte nicht mal auf Play drücken. Hab dann die Dramaturgen angerufen und gesagt, Theresa, das wird hier alles nichts. Und dann meinte sie, Leila, pack mal die große Kamera weg, nimm den Camcorder in die Hand, filme euch beide, das ist interessant genug. Weil sie meinte auch, was Interessantes ist, Anita war ja auch irgendwo alleine im Kontext des aufkeimenden Faschismus. Da gab es nicht so viele Auswege. Aber wir waren dort zusammen. Und dann habe ich uns beide gefilmt und es ist ein sehr poetischer Film entstanden, der hauptsächlich in dieser Wohnung, in der wir übernachtet haben, stattfindet. Und alles, was wir in der Woche gemacht haben, war so Kuchen essen, irgendwie so abhängen, shoppen gegangen. Und wir hatten so ein Secondhand auf Sylt gefunden. Und dann halt so ein bisschen Musik hören in der Wohnung, das sieht man dann da. Aber die Bilder sind so schön, weil wir hatten so viel Glück mit dem Licht. Dann scheint einmal so die Sonne auf diesem kleinen Weg. Und irgendwie ist auch so, man weiß nicht so richtig, wer sind die Figuren, sind das Geheimagentinnen, was haben sie vor, warum sind sie im Krankenhaus? Und ich habe dann dieses Installationsszenario gewählt, was wirklich einfach nur ein Screenshot aus meiner Wohnung ist, also genau so steht es neben meinem Schnittrechner. Und ich habe es dann wirklich abfotografiert. Da muss ich jetzt einmal was korrigieren, das ist jetzt eine Live-Performance. Genau, und mein konzeptueller Gedanke war dann, dass ich habe da diese drei Kalender hängen. Das ist einmal einer von der kurdischen Freiheitsbewegung, ein jesidischer Kalender und einer aus dem Oldenburger China-Restaurant, wo ich herkomme, Oldenburg bei Bremen. Und dann dachte ich mir so, es geht ja auch in der Arbeit viel um Geschichte und Zeitlichkeit. Und das, die Idee war dann quasi, diesen Essay-Film auch als Kalender darzustellen, der dann halt eben als Bewegtbild funktioniert. Und was das eigentlich bedeutet, irgendwie 2016, 18, 19, whatever. Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber so ist quasi dieser Screenshot entstanden. Und hier rechts sieht man auch noch ein Bild von Sila. Und du wolltest jetzt was sagen, dass da... Übrigens, weil du gesagt hast, wir 3 Jahre sind, genau die 3 Jahre, wo es Militärinvasion in Rojava gab, türkische Militärinvasion. Ja, ich bin da jetzt nicht entgegen, die Invasion. Am Ende. Ja, unglaublich. Es ist auch immer wieder, also wenn ich auch diese Jahreszahlen sehe, denke ich auch an sowas wie der Genozid 2014, jetzt ist 2022. Und ich hatte neulich so einen Gedanken, der mich sehr bewegt hat, weil es ist leider so, dass immer noch jesidische Frauen, denen die Flucht gelang, Selbstmord begehen, weil ihnen zwar die Flucht gelang, aber nicht die Aufarbeitung oder Verarbeitung der Gewalt und Traumata. Und dann denke ich so über Zeit nach, weil ich mir denke so, wow, fast irgendwie 8 Jahre später, und dann bringen sie sich um, weil sie wissen, sie haben es vielleicht 8 Jahre ausgehalten, aber das Leid, was ihnen widerfahren ist, ist so groß, das werden sie auf Lebenszeit nicht mehr bewältigen können. Also wie groß kann ein Leid sein, damit man es noch quasi mit Blick nach vorne bewältigen kann. Also das ist schon etwas, was mich sehr bewegt. Und ich habe die Möglichkeit hier auch hoffnungsvoll dem etwas entgegenzuwirken, indem ich einen Versuch wage, mich in die Geschichte einzuschreiben. Ich weiß, dass ich sie nicht überschreiben kann, aber ich kann mit so einer Inszenierung mich einschreiben und quasi ein Gegennarrativ steuern, was dann halt von Größe und Stärke trotzt. Und das Tolle ist, als Künstlerin kann man die Dinge überhöhen, und wenn ich dann auch noch mich in Frequenzen transformiere, dann kann ich noch größer werden, als ein menschlicher Körper jemals sein kann, der eben manchmal dann auch resigniert. Ein sehr schöner Kommentar. Zurück aber tatsächlich nochmal zu der Frage, weil es ging ums Haar. Du hast jetzt immer tolle Dinge auch hier über die Installation erzählt. Genau. Aber letztendlich, wie kam es eben, weil ich finde es immer so spannend. Ne? Die Idee ist, ich war jetzt mit einer Darstellerin auf Sylt und mache da dieses Video. Ja. Und aber am Ende entsteht genau das, was Sie da vorhin gesehen haben in der Ausstellung.
einfach eine absolute Reduktion auf einfach nur wen, das sagt einfach nur in Anführungsstrichen, weil so einfach ist es nicht. Und es ist ja genau das, die Reduktion macht es ja auch aus und macht eben diese Stärke aus. Ja, also was das Haar angeht, das Tolle ist natürlich, wenn man den, sag ich mal so, vereinfachten, rassifizierten kurdischen Phänotyp beschreibt, schwarzes Haar, wenn wir mal von der Farbe schwarz ausgehen, die ist natürlich sehr kontrastreich mit einem hellen Hintergrund. Also wenn ich jetzt nur von einem gestalterischen Konzept ausgehe, dann ist zum Beispiel das Haar vor so einer... vor dem Strand sieht erstmal auf dem Bild sehr gut aus. Also besser als blondes Haar, jetzt einfach, weil das Blond wird nicht so sehr im Kontrast stehen. Und der Camcorder ist auch interessant, weil der Camcorder von seiner Ästhetik ein anderer ist, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einer 4K-Kamera drehe. Also jetzt werden wir wirklich mal formal bleiben. Und als ich das Material ausgewertet habe, gab es halt die Szene von Janusse, sie hat auch lange schwarze Locken, oder eher dunkelbraun, wie das Haar dann am Sylter Strand am Wehen war. Das war ein sehr poetisches Bild und irgendwie dachte ich, repräsentiert es für mich auch die Zeit, die halt irgendwie so weitergeht und weht, die Dinge vorantreibt und irgendwie so der Atem und das Leben und das zieht an einem vorbei. Und dann dachte ich mir, ja, dieses Bild des Haars ist sehr stark, vor allem das Haar im Wind. Und dann auch noch das schwarze Haar, was ja auch meine Verbindung war zu Anita Reh, weil sie ja auch dunkle Haare hatte. Ich war aber auch am Hadern mit dem Bild, eben weil, wie du gesagt hast, es sehr symbolisch ist. Und ich halte mich oft zurück bei Dingen, die symbolisch sind, weil ich mir denke, das ist dann halt so gleich Bam in your face, na klar, feministisch, Haare, so. Es ist so einfach lesbar. Genau, wenn man sich nicht die Mühe macht, genau hinzuschauen, was leider oft passiert. Deswegen war auch dann diese Darstellung der Landschaft so wichtig, um dann so sichtbar zu machen, es geht vielleicht auch das, was wir damit hineinprojizieren. Genau. Ja. Vielleicht auch nochmal zu der Drohne, zu den Propellern, weil die Propeller nicht nur die Propeller sind. Übrigens genau, zum Haar. Haar gibt es ja seit in Darstellung seit der Antike. Oft natürlich geflochtenes Haar, also nie offen und nie lang, nie wehend, sondern tatsächlich symbolisiert ja, wie du auch vorhin schon angesprochen hast, seit der Antike in Darstellung in der Kunstgeschichte gibt es unzählige Darstellungen von Haar. Was ich sehr spannend finde, aber auch dann auch der Sitz der Seele, auch seit der Antike. Und das passt ja auch zu den Titeln. Und, darf ich dazu noch mal kurz was sagen? Ich muss gerade an Botticellis Venus denken, wo das Haar so von links und rechts so, also das kennt man ja auch, dieses Bild so des lassiven, freien Loslassens. Und eine Sache ist mir gerade noch eingefallen bezüglich des Haars und Sounds. Ich mache Noise, also ich bin Noise-Musikerin und liebe so einfach das Rauschen und Sachen, die Krach machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass so schwarzes Haar mich sehr viel auch daran erinnert. Also an diese Frequenzen und auch an irgendwie so Harsh-Noise. Also irgendwas passt da für mich visuell als auch auditiv zusammen. Ja, aber genau, das Haar, ich meine die Venus. Da tatsächlich dann im 16. Jahrhundert doch offenes Haar durfte man sich erlauben, weil es war ja kein Mensch in dem Sinne, sondern die Venus, genau. Da war man sehr frei natürlich mit der Frauendarstellung. Aber der Sitz der Seele, also was ich verbinde eben sehr stark in der Arbeit, dadurch, dass es so unter die Haut geht, der Sound, ist es auch etwas, es greift ja auch die Seele an, oder also viele Emotionen werden dort wach. Und durch die universelle Herangehensweise, die du gewählt hast, greift es ja auch unglaublich viele Themen auch auf, die universell sein können, genau. Aber jetzt doch nochmal zu der Drohne. Du hattest ja den Artikel geschrieben, den habe ich durch Zufall heute gefunden, jenseits der Doppelmoral des Westens. Und ich fand das auch ganz spannend in der Auseinandersetzung dann damit, wenn man von dem Drohnenkrieg der Türkei wenig mitbekommt. Medial ist das gar nicht viel besprochen. Und ich hatte dann tatsächlich recherchiert über 80 Drohnenkriege auf Syrien, auf eben die Berge, auch wieder da die Berge. Das fand ich unfassbar spannend und erschreckend, dass das medial gar nicht so eine Aufmerksamkeit bekommt. Ja, tatsächlich müsste ich diesen Artikel fast schon korrigieren mittlerweile, denn mit den Shahid-Drohnen des Iran in Russland haben wir jetzt offiziell einen russisch-ukrainischen
Krieg auf beiden Seiten, Drohnen von zwei Ländern, die massiv Kurdistan besetzen. Also das macht einem nochmal klar, also mit was für Gegnern die kurdische Bevölkerung es zu tun hat. Was auch ganz interessant ist an der Bayraktar-Drohne, ist, dass das Geräusch der Propeller der Bayraktar-Drohne sehr ähnlich an der Herzfrequenz des Menschen ist. Und das macht auch so ein Gefühl in einem, wenn das über einen so fliegt, dann ist das wie so ein Vibrieren, wie fast wie beim Zahnarzt, also das so richtig in die Knochen reingeht. Und es ist ja auch eine psychologische Kriegsführung. Also jetzt dieses Jahr haben wir beispielsweise einen sogenannten Krieg der niedrigen Intensität in Rojava, also in den syrisch-kurdischen Gebieten. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass wir seit Januar immer wieder punktuell Anschläge haben auf zivile Positionen, auf infrastrukturelle wichtige Punkte, aber auch halt eben in Südkurdistan, also im Norden des Iraks, entlang der ganzen Grenze immer wieder Angriffe. Also ich kann ja beispielsweise auf der Karte zeigen, ich war für, ich war für Feldforschung zum Beispiel im Mai, war ich hier und hier ist 2 Stunden davor eine Drohne eingeschlagen und der Freund von mir, der mit mir gefahren ist, um diese Feldforschung zu machen, es hat seinen Schwager und seinen Onkel erwischt. So nah ist das, so nah ist dieser Krieg. Und es ist ein ganz absichtlicher Krieg der niedrigen Intensität. Es ist dieses, es könnte dich jederzeit treffen. Weil das ist, Ding ist ja auch so eine F-14 oder so eine F-16, das hörst du ja schon von Anfang an, wenn das Ding rauspfeift und dann kommt das und dann muss der aber wieder zurück. Aber diese Drohne kann ja stundenlang über einen unglaublich langen Radius in der Luft bleiben. Und wir sehen ja zum Beispiel, also einer der großen Militärflughäfen ist da bei Warnhofen, bei diesem See, ne? Und der Radius ist super, super weit. Also der Radius geht fast 200 Kilometer lang und da kommst du in die ganzen Gebiete und die Türken haben auch zum Beispiel Zugriff in Bashir, das ist hier im Nordwesten des Irak und auch da können sie da überall auf die Gebiete drauf. Und diese Art von Krieg hat keine Aufmerksamkeit hier. Deutschland hat eine ganz lange Geschichte der Doppelmoral, sowohl was die Türkei als auch den Iran übrigens angeht, ganz klar aus wirtschaftlichen Motiven heraus, aber auch beispielsweise wegen der gegenwärtigen Flüchtlingspolitik. Denn die Türkei hat nicht nur ein Abkommen mit der EU seit 2016, um die Flüchtlinge zurückzuhalten, sondern es gibt auch zum Beispiel gerade ein Mauerprojekt von der Türkei und dem Iran und die bauen gerade eine Mauer genau in der Grenzgebiet zwischen den beiden. Die Türkei hat schon eine Mauer fertig gebaut zwischen Syrien und der Türkei. Das ist die drittlängste Mauer der Welt und jetzt gerade sind sie da auch am Mauer bauen und daran hat Europa auch ein ganz großes Interesse. Und das, was ich aber halt wirklich sage in diesem Text ist halt, es ist halt mehr als Doppelmoral. Also auf einer gesellschaftlichen Ebene kann man sagen, mein Gott, ne, jemand wird sich irgendwie mehr identifizieren mit jemandem, der aussieht wie er selber oder irgendwie ein bisschen näher lebt als man selber. Das gibt es auf einer gesellschaftlichen Ebene, aber das ist ja wirklich, das ist ja weit davon heraus, das ist ja, hat ja auch mit Hautfarbe schon, also nichts mehr zu tun, sondern das ist ja politisch konstruiert, das ist materiell konstruiert, das hat mit Wirtschaftsverhältnissen zu tun und das ist halt die Realität jenseits der Doppelmoral, mit der KurdInnen hier leben müssen. Ja, ich finde das, oder ich habe doch viel drüber nachgedacht, über die Drohnen, weil das halt schon auch einfach richtig krass ist, wenn du da irgendwie deine eigene Widerstandsgruppe hast, wie soll die gegen so eine Aufrüstung standhalten können mit ihren alten AK-47? Also so, wo auch schon ich gemerkt habe, wow, da geht so ein Knieschlottern durch die kurdische Gesellschaft, weil vorher war es ja immer so, wir haben die bessere Moral, die können uns nichts anhaben, weil wir kämpfen für eine wichtige Sache und wir haben uns über Jahrzehnte durchgesetzt. Aber was willst du machen, wenn du noch nicht mal in den Bergen verstecken kannst? Und das ist halt schon, da kriegt man richtig Schiss, weil man halt auch merkt, okay, du kannst vielleicht das Volk sein, das besser ausgebildet ist, das die bessere Moral hat, an diesen Kampf zu gehen, das an eine bessere Sache glaubt und dadurch mehr Gelangen hat.
Aber du bist halt nur Fleisch und Blut, das ist der menschliche Körper und Technologie ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also die Gewalt, die von Technologie ausgeht, die ich ja in dieser Arbeit sehr stark thematisiere, die ist halt auch sehr unsichtbar oft. Und wie du sagst, auch mit den Frequenzen, was da mit Sound passiert ist, wie man im Deutschen so schön sagt, richtig kranker Scheiß. Also das ist schon ziemlich abgefahren, wie unsichtbar, aber auch wie statisch das ist. Also so, und auch das Material, die Flügel der Propeller zum Beispiel, die sind aus einer Manufaktur sehr freundlicherweise gesponsert. Sie sind eigentlich, hätte ich sie gar nicht bezahlen können. Made in Germany, in Würselen bei Aachen hergestellt. Und die freundlicherweise hat Helix Propeller GmbH die gesponsert, weil sie den Umsatz verdoppelt haben durch Drohnenverkauf. Also so, und ich meine, was Drohnen machen können, ist ja schon auch also technische Innovation. Aber was das dann letztendlich mit den Menschen macht, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es macht die noch leiblicher. Also so, vielleicht dazu muss man auch anmerken, also besonders die türkische Drohne beispielsweise, die Bayraktar, die benannt ist nach dem Schwiegersohn von Erdogan, der an der MIT Maschinenbaustudium erfolgreich absolviert hat. Also man sieht, das sind auch keine irgendwie Leute, die da so also irgendwie sonst wo da studiert haben, sondern das sind alles Leute, die in den besten Universitäten des Westens lernen und natürlich als NATO-Partner ihren Job machen. Und die Einzelteile der Bayraktar-Drohne, die sind aus Kanada, aus Österreich, aus Deutschland. Auch die Grundtechnologie und auch die Drohnenentwicklung massiv unterstützt auch durch Israel. Das sehen wir auch jetzt beispielsweise, was auch Waffenexporte nach Aserbaidschan angeht, wo ja auch Krieg geführt wird mit massiver türkischer Unterstützung. Das heißt, irgendwie verkörpert das auch diese westliche Zusammenarbeit, was türkische Kriege angeht und was NATO-Kriege angeht. Und deswegen, also das ist weit über Doppelmoral hinaus, ja so eine wirkliche materielle Zusammenarbeit von wortwörtlichen Einzelteilen. Also so zum Beispiel diese 3D-Kamera, diese 365-Grad-Kamera, die da quasi unten an der Drohne haben, die sind alle von so irgendwelchen mittelständischen Unternehmen. Wenn man die googelt, das ist unglaublich. Das sind wirklich so diese typisch deutschen Unternehmen, die irgendwann mal gelernt haben, so einen Teil zu produzieren und davon ernähren sich jetzt so drei Generationen an Teutonen irgendwie so, ne? Aber die machen halt so den Krieg und die hat man auch nicht so im Hinterkopf. Oder zum Beispiel auch das Südostanatolien-Projekt, das große Staudamm-Projekt, was auch gerade den Mittleren Osten wortwörtlich den Wasserhahn abdreht, jahrelang durch die Baufirma Zyklin unterstützt worden. Also, was so unglaublich ist, ist, das Dorf meiner Ahnen ist auch von dem Staudamm-Projekt betroffen. Es steht jetzt unter Wasser und meine Familie hat was ganz Lustiges gemacht. Die sind dann in die Türkei, beziehungsweise türkischen Teil Kurdistan, sondern haben sie die Gräber unserer Ahnen ausgebuddelt und haben die auf die Spitze des Berges transportiert, wo das Wasser nicht hingelangt. Und das ist dann auch so ein Moment, so bei all der verheerenden Gewalt, wo ich denke, die Kurden. Also die kriegt man trotzdem nicht klein, also so keine Chance, da können ja auch nochmal mit 1000 Drohnen kommen, die fliegen dahin und dann werden die Gräber nach oben gebracht, also so. Oder irgendeine macht dann so eine fette Noise-Installation und sagt so, hier, ich kann das alles noch größer als ihr, also so, das ist für mich immer das Hoffnungsvolle, dass ich merke, so diese ganzen Auseinandersetzungen, die sind wirklich hart, da gibt es auch kein Aber. So, sie sind hart und sie erzeugen aber auch so eine gewisse Kraft, die hinter diesen ganzen Menschen steckt, die einfach bewundernswert ist. Also es ist wirklich ein Segen und ein Fluch. Absolut. Ja. Das erinnert mich an ein Gespräch mit einem Libanesen. Also sind natürlich dann auch immer die brenzligen Gebiete letztendlich, ne, Kriegsgebiete. Weil da ging es nämlich auch sehr stark darum, dass eben die Kraft und die Power einfach dennoch da ist und man einfach stärker sein will. Und aber vielleicht nochmal, weil wir jetzt bei dieser Brisanz der Thematik sind, es geht ja auch viel um Tod, das, was ihr auch gerade beschreibt. Also die Nähe zu dem Tod ist ja auch einfach da und die erleben wir jetzt auch gerade aktuell so stark in den Nachbarländern. Und es ist unfassbar, deshalb ist, finde ich, diese Installation mit diesem Aufschrei zum Schluss im Sound, das ist genau das, was man eigentlich nur noch machen will. Ja? Also man, dieses einfach nur laute Losschreien, weil es gibt irgendwie, wohin soll es führen? Ja? Also wie weit soll sich das noch entwickeln?
Jetzt aber nochmal zum Titel. Es heißt der Nachtschlaf, die Sterne. Und ich sprach dann von der Seele, dass das Haar ja auch die Seele symbolisiert. Und ich finde da einfach natürlich auch das Gedicht von Walt Whitman, an dem sich der Titel auch orientiert. Der Titel heißt da aber Nachtschlaf, Tod, die Sterne. Den Tod hast du jetzt rausgelassen, obwohl er so präsent ist in dieser Arbeit und in diesen ganzen Thematiken. Vielleicht magst du noch mal einen Kommentar. Ja, das liegt daran, dass das der Titel ein direktes Zitat ist aus dem Theaterstück von Maslum Nirgis, das heißt Thousand Eyes. Und er schreibt über das Verschwinden einer Person, die sich dem Kampf angeschlossen hat. Und da gibt es eine Szene, da verschwindet die Figur und die Stadt verwandelt sich in einen Wald. Und irgendwann springt auch die Figur auf den Baum und verschwindet. Und dieser sehr poetische Moment, ich sag's nochmal, Thousand Eyes von Maslum Nirgis, es ist wunderschön, ich bin so ein großer Fan. Und es ist meine Ehre, dass ich diesen Titel benutzen durfte. Genau, daher kam das und ich wusste gar nicht, dass das aus einem Walt Whitman-Gedicht ist. Und dann hat er mir das gezeigt und ich dachte mir, oh, wie schön. Genau, aber was den Tod angeht, ja, ich glaube auch da, dass mich weniger der Tod interessiert als die Leiblichkeit des Menschen. Also es geht im Endeffekt ja doch immer um den Körper und es gibt ein Zitat, was mich sehr inspiriert, von Maurice Merleau-Ponty, französischer Philosoph, der sagt, weil wir Leib sind, haben wir Raum. Beim Endeffekt ist das ja alles, was wir haben. Also so irgendwie das eine Leben, die 100 Jahre, das ist auch das, was mich einfach so an den ganzen Genozid ärgert, weil ich mir denke, da wurden einfach ganz schön vielen Mädchen ihr Leben genommen. So, denen wurden Jahre geraubt. So, und die standen ihnen zu, verdammt nochmal. Und die wurden ihnen geraubt, indem ihre Körper halt irgendwie so vernichtet wurden. Und genau, deswegen geht es dann vielleicht eher darum, auch um die Abwesenheit dieser Körper. Und deswegen ist auch das in der Ausstellung reduziert, weil sie sind ja doch irgendwo anwesend, aber eben durch ihre Abwesenheit. Das erinnert mich ein bisschen an die Erfahrung, die ich dieses Jahr gemacht habe. Also ich war das erste halbe Jahr komplett in Südkurdistan quasi auf Forschungsreise. Und im März hat sich halt immer dieser Giftgasanschlag in Halabja. Und Halabja ist auch die Heimatstadt meiner Mutter. Und ich bin dann halt dort gewesen. Und ich war da mit einem befreundeten Journalisten und wir haben darüber geredet, was für ein komisches Konzept dieser Jahrestag ist. Weil Halabja ist... bis heute hat lange sehr gelitten wegen diesem Giftgasanschlag. Also das ist auch ins Grundwasser gegangen, den Boden. Das Land war damals, also die Stadt war sehr reich durch Landwirtschaft und das ist natürlich alles weggebrochen, weil alles vergiftet war. Und bis heute hat sich die Stadt nicht so richtig wirtschaftlich davon erholt. Aber wenn dann halt dieser Jahrestag ist, halt total komisch, weil diese sehr konservative, sehr eingeschlafene Stadt auf einmal überrannt wird mit allen möglichen Konsuln und irgendwelchen Abgeordneten und irgendwelchen, was weiß ich, was die mit ihren richtig dicken Autos da anfahren und mit ihren gigantischen weißen Landcruisern und keine Ahnung, was in ihre ganzen Blumen dahin bringen. Aber das Witzige ist, dass halt gleichzeitig sich dann, also die Leute in der Stadt nehmen das als Tag, um Picknick zu machen. Und die sind dann alle halt in der Stadt unterwegs, sind dann zum Beispiel da, wo das Mahnmal ist, davor sind die ganzen Flugzeuge von Saddam ausgestellt, also so wie man das hier auch so kennt aus solchen Technikmuseen und da spielen die Kinder darauf herum und hauen sich gegenseitig noch eine rein und da irgendwo wird Popcorn verkauft und keine Ahnung was. Und noch mit dabei war halt so eine Freundin, die ist eher so eine, sag ich mal, Diaspora-Kundin. Ich bin halt sehr nah an der Heimat groß geworden, aber es gibt da welche, die natürlich über ganz lange Zeit nicht in die Heimat konnten oder halt ein bestimmtes Bild davon haben. Und die war halt sehr schockiert, die war halt so, warum sind nicht alle traurig? Und ich war so, ja, aber du kannst nicht seit 1988 immer traurig sein. Du kannst das nicht, du kannst deinen Kindern das nicht beibringen. Vor allem, wenn du ohnehin schon das ganze Jahr über leidest, wirtschaftlich Mangel hast, keine Sau schert sich um dich, dann versuchen die das halt zu so einem Field Day umzuinterpretieren und dann halt so ihren Spaß zu haben und dann irgendwie so, keine Ahnung, ist so ein Influencer auf einmal gekommen, so ein TikTok-Influencer, dann sind die Kinder dann so hinterhergerannt und sind mit so einem Pickup, also total, total dystopisches Bild. Ja, die Widersprüche des Lebens. Ja.
Also das finde ich auch so fantastisch bei den KurdInnen, was manchmal so gleichzeitig passiert. Das ist schon ziemlich abgefahren und inspirierend. Also auch das, so eine Spektakulisierung von so einem schrecklichen historischen Event. Aber Event sagt das vielleicht schon. Ja. Es geht aber halt auch nicht anders. Also sonst wirst du, total bescheuert und bist auch nicht arbeitsfähig. Und irgendwie ist so dieses ganze Dasein, also es gibt ja so diesen Spruch in der kurdischen Bewegung, Berkedanjiane, also Widerstand ist Leben. Und ich glaube, das sagt ganz gut darüber aus, was Leben und Todverhältnis für Kurden ist, weil alles ist wie so ein Drahtseilakt und du kannst nicht nach unten gucken, weil unten warten ein NATO-Land, eine total irre islamische Republik, Bashar al-Assad und irgendwie mindestens 400 schiitische Milizen, die den Irak regieren, auf dich. Das heißt, du musst einfach nach vorne gucken, du musst unbedingt da versuchen weiterzumachen, das, was du machen kannst, machen und dich in Resilienz üben. Und das ist halt auch das Motto dahinter, also auch diese Slogans. Wie du sagst, man kennt das so, ja, jetzt gehe ich wieder zu dem und sage wieder diesen Slogan, aber irgendwann wird man älter und denkt sich so, oh, das war damit gemeint. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ja, das ist vielleicht der Moment, wo ich jetzt bin, wo ich dann auf einmal anfange zu reflektieren, was wurde da eigentlich gerufen? Wie klang das? Von wem? Das ist ja eigentlich sehr interessant. Es war deutlich so witzig, ich hatte eine kleine Ausstellung in Frankfurt und dann kam die Reisegruppe. Ich hatte dort auch so eine Siebdruckarbeit gezeigt mit dem Gesicht von Silan. Sie war auch eine kurdische Freiheitskämpferin, die hat sich mit 7 türkischen Soldaten in die Luft gesprengt, als Schwangere verkleidet, auch spektakulär. Und dann kam der Ausstellungszug, also an Menschen, die waren dann mit dem Bus auf dem Weg zur Ausstellung, kam nicht vorbei, weil eine Kurden-Demo die Straße blockiert hat. Okay, jetzt habe ich vielleicht diesen perfekten Abschluss weggenommen, aber so, ja, so als kleine Anekdote. Und der Widerstand der Frauen, vor allem die Selbstermächtigung, das verbindet ja deine Arbeit ja so stark, ne, dass all diese unterschiedlichen Bios, die da zusammenkommen, das ist ja genau das.